Am 25. Januar fand vor dem Achimer Rathaus eine Demonstration von Schülern, Lehrern und Eltern gegen zusammengestrichene Lehrpläne, Unterrichtsausfall und dem Nichterteilen von Fächern statt. Dies sind nämlich die Konsequenzen aus den Sparbeschlüssen der Landesregierung. Fabian Straßenburg, Mitglied des Achimer Schülerrats, erläutert die Situation. Der heutige Tag ist nicht der erste, der dem Protest von Schülern und Eltern gegen die Sparbeschlüsse der niedersächsischen Landesregierung gewidmet ist. Wir haben selbst am eigenen Leibe erleben müssen, welche Auswirkungen der nunmehr vor 2 Jahren in Kraft getretene Beschluss auf unseren Schulalltag hat. Eltern, Lehrer und Schüler leiden zunehmend unter dem Druck der Sparbeschlüsse, der sich für sie auf verschiedenste Weise auswirkt. Nach Fabian Straßenburg sprach ein Vertreter der Eutner Pestalozzi-Schule. Auch er hatte nichts Positives zu berichten. Wir aus Eutten sind gern gekommen, weil die Situation bei uns an den Eutener Schulen nicht besser ist als hier in Aachen. Im Gegenteil. Es fehlen in Eutten 50 Lehrerstunden, was 2 Arbeitsplätzen entspricht. Besonders betroffen sind dadurch Mathematik und die Fremdsprachen. Einige Fächer müssen in Eutten sogar ganz entfallen, so zum Beispiel Physik und Chemie in der 7. Klasse der Realschule. Weitere Missstände lassen durchblicken, dass im Kultusbereich noch einiges getan werden muss.